Wir schalten nun ins Ausland zu unserem ausländischen Auslandskorrespondenten im Ausland. Fakte EU. Oh, entschuldigen, ich höre gerade, wir sind auf Sendung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 25. Mai findet die 8. Europawahl statt, bei der das Europäische Parlament direkt gewählt wird. Mit dieser Wahl endet die 2,5-jährige Amtszeit des amtierenden französischen EU-Präsidenten Jacques Perry. Als Nachfolger werden einige Persönlichkeiten der europäischen Spitzenpolitik genannt, wobei die größten Chancen dem Weißensteiner Dr. Wendelin Wendehals zugerechnet werden, der sich bereits als EU-Agrarminister einen Namen machen konnte. Wendehals, der sich vom Gemeindepolitiker in Weißenstein zu den politischen Schalthebeln Europas emporgearbeitet hat, wäre somit der erste Österreicher an der Spitze des Europäischen Parlaments.